Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bausimulator. Wir sind hier immer noch am Containerhotel dran und ich weiß immer noch nicht, wo die Container hinkommen sollen. Und ja, wir haben wieder Deckenelemente zu setzen, Betonverschalung. Ja, wenn ich Betonverschalung lese, kriege ich schon wieder Schwein. Und ja, Betonbauteile. Ja, kriegen wir, ne? Machen wir jetzt hier parat und dann gucken wir mal, ob wir hier den Auftrag abgeschlossen bekommen heute. Ich bezweifle es fast, aber man kann ja mal schauen, ne? So, wir drehen uns hier mal rüber. Ich weiß gar nicht, wo die Klamotten überhaupt hin müssen. Aber wir sind ja in der letzten Folge doch ganz gut vorwärts gekommen, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, Betonverschalung, gut, okay, jetzt nicht meins. Ich habe keine Lust mehr auf Beton gießen, aber gut, okay. Das gehört halt alles mit zum Auftrag dazu, ne? Da kommen wir wohl nicht drüber rum. Da müssen wir ran. Aber kriegen wir auch hin. So, ich bin mal gespannt, wie hoch das Ding jetzt hier noch wird. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ah, es ist herrlich, hier am Meer zu arbeiten, ne? Die Möwen, die zwitschern. Möwen da rum und ja. Läuft, ne? Das läuft sogar richtig gut. So, einmal hier rüber. Dann können wir mal anschließend schauen, was wir hier noch dann an Schlag kriegen hier auf der Map. So, zack, einmal runter bitte. Ah, nicht so schwingen, danke. Und absetzen, jawohl, sehr schön. Ich könnte ja mal ganz kurz gucken, ob wir Fertigkeitspunkte haben. Oh, wir haben sogar einen. Dann machen wir mal die Krangeschwindigkeit ein Tick höher. Zack, jawohl. Oh, und jetzt speichert er direkt. So, dann dreht sich das Ganze hier vielleicht ein Ticken schneller. Man weiß es noch nicht. So, was brauchen wir noch? Was haben wir gesagt? Die Deckenelemente. Also quasi eigentlich alles, was hier rumsteht, ne? Moment, ich muss mal hier drehen, damit ich hier. Ja, so komme ich besser klar. Sehr schön. Und einmal runter. Haben wir eigentlich jetzt noch Gerätschaften, die wir ausgeliehen haben? Ja, die Betonpumpe, ne? Ja gut, die brauchen wir ja noch. Da werden wir wohl nicht drum herum kommen, dass wir die nochmal benötigen. So, wo muss das hin? Da hinten? Ach du Schande. So, absetzen bitte. Baller mal hier ein schönes Hotel hin. Damit hier auch wieder die Leute hinkommen, ne? Wie der Hafenmeister da gesagt hat. Wichtig ist halt nur, dass ich am Ende des Tages weiß, wo die Container hinkommen. So. Und. Na, komm her, jawohl. So, und dann brauchen wir noch die. Ne, wir brauchen zweimal Deckenelemente. Ey, wenn wir Glück haben, kriegen wir die sowieso so aufgestellt. Schauen wir mal. Also, so viel schneller ist der Kran jetzt auch nicht, ne? Kann das sein? Naja, egal. So, zack. Warte mal, ich drehe mich mal hier rum. Kriegen wir keinen Drehbogen. Ja, obwohl doch. Ja, doch, ist schon schneller geworden. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. So, und zweimal Decken. Ach ne, es sind ja nur zwei. Guck an. Ich hätte gedacht, es wären drei gewesen. Da habe ich mich gerade verguckt. So, Randa. Und wieder hier im Kreis. Damit wir hier vorwärts kommen, ne? So. Die setzen wir hier noch hin. Einmal absetzen bitte. Jawohl. Ah, vielleicht nicht dahin. Genau, danke. Die Erdbauwalze, die werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr brauchen, ne? Könnten wir auch mal wieder zurücksetzen. Ich müsste auch mal wieder reparieren gehen. An der Tankstelle. Besser wär's.
Na egal. So, zack. Und das letzte Teil hier. Und dann haben wir alles. Am Stissel. Theoretisch müsst ihr dann anschließend irgendwo noch einen Container hin oder was, ne? Und dann sollte es doch eigentlich fertig sein, kann das sein? Weil mehr haben wir ja auch nicht mehr, was wir jetzt noch an Materialien verbauen müssen. Ich habe ja alles gekauft. Naja, wir schauen mal. So. Zack. So, Wände gießen. Bäh. Na gut. Upala. Entschuldigung. Da sollten wir rankommen, oder? Ja, das sollte easy funktionieren. Dafür müssen wir aber erstmal hier hinten den Deckel aufmachen und hier mal ein Stück höher. Jawohl. So, dann holen wir uns mal die Betonpumpe wieder ran. Den Betonmischer. So. Wo müssen wir hin? Da. So, Moment. Mach mal hier die Schurre, jawohl. Na komm, noch ein kleines Stück. Ah, jawohl, zu weit. Ist voll schwierig. Aber sieht aus, als würde es da reinlaufen. So. Alter, das sieht ja richtig nice aus hier. Ist ja mal hier voll der übelste Ausblick, ey. Moment. Zack. Einmal umdrehen. Mm. Also wenn das mal nicht ein schöner Sonnenuntergang ist, dann weiß ich es auch nicht. Arbeiten im Sonnenuntergang. So gefällt mir das. So, dann wollen wir hier wieder ran. Zack, jawohl. So, und dann einmal darauf. Einmal drehen bitte. Moment, ich muss auch ein bisschen drehen. Ja, so sieht gut aus. So sieht hervorragend aus. Moment. Und jetzt hier. Ja. Na, kommt noch ein Stück vor, jawohl. Und rein damit. Sehr gut. Wow, das sind jetzt schon direkt 60%. Läuft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Zack. Jawohl, sehr schön. Das ging schnell. So, Moment. Hier müssen wir erstmal Deckenelemente setzen. Zack. Mal hier mal aus. Das aus, ja. So, okay, dann wollen wir mal hier ran. Wieder rein in unser Kran. Ein bisschen Licht wäre vielleicht schlecht, ne? Warte mal. Ah, ne, das bin ich schon. Wir sind schon ganz nah dran. So, dann wollen wir hier den Aufzugsschacht. Na, komm her. Jawohl. So, Vorsicht. Und einmal da rein, zack. Ja, das sieht doch gut aus. Würde ich jetzt mal so behaupten. Zack. Und Nummer 2. Jawohl, zack. Ja, jetzt geht's zügig hier, ne? Jetzt haben wir jetzt 57%. Ja, easy. So. Jawohl, hoch damit. Ah, ist hier wieder so ein schmales Ding. Einmal. Na komm, ran da. Jawohl. Und Nummer 2. Sehr schön. Haben wir das auch. Katsching. So, was? Wände gießen. Yeah. Schon wieder. Och Mann. Okay, ich hätte den Betonmischer anlassen können. Ich hätte es mir fast denken können eigentlich, ne?
So viel ist da nicht mehr drin. So. Halt. So. Boah, da wird aber hoch. Sag mir nicht, da oben muss ich einen Container einsetzen. So, Feuer frei. Rein mit dem Beton. Naja, wow. Das, wer hätte damit gerechnet jetzt, ne? Zack, und rein damit. Uah. So. Und weiter geht's. Jawohl. Jawohl. Ah. Ah, komm. Jawohl, sehr schön. Ah, okay. Wir müssen direkt weiter. Nein, müssen wir nicht. Warte nur jetzt. Konnte sich nicht ganz entscheiden. Wir lassen einfach mal den Betonmischer da weiter reinfüllen, das passt schon. Na, komm her. Ja, aber zack. Ich kann mir aber schlecht vorstellen, dass hier oben dann irgendwo die Container drauf kommen, ne? Ganz ehrlich. Also. Bis jetzt habe ich hier, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht das Gefühl, dass es ein Container-Hotel ist. Oder nennt man sowas einfach nur so. Könnte natürlich auch sein, ne? Ich bin jetzt bei Hotels nicht ganz so bewandert. Ich verweile nicht so oft in Hotels. Ich meine, könnte ja auch sein, dass es aussieht wie ein Container. Und einfach nur günstig ist. Da bin ich jetzt überfragt, ne? Na ja, gut, wir schauen mal. Wir werden es herausfinden. So. Und die Platte noch? Hier muss aber noch irgendwas angebaut werden, ne? Da ist ja noch jede Menge Zeug. Oh, halt, stopp. Ein Stück höher. Ja, komm da rüber und abgesetzt. Jawohl, sehr schön. So, oh. Ah, ne, da gießt sich. Ey, ich sehe nichts. Alter, ich sehe nichts. Okay. Naja, gut. Jetzt brauchen wir erstmal nichts gießen. Das ist schon mal sehr gut. So, rauf damit. Es wird aber ganz schön hoch hier, die Nummer, ne? Voller Ausguck hier. So. Wo kommt denn das Dach hin? Wahrscheinlich dann da drauf, ne? Zack. Und her damit. Und hinauf. Mit dem Aufzug. Vorsicht. Voll die Zerstörung. Ah ja, okay. Deckenelemente Beton. Und damit hätten wir dann eigentlich alles soweit hier an Materialien verbraucht, die wir eingekauft haben. Schauen wir mal. Baumaschinenmiete. Das war wieder teuer. Wie viel haben wir? Nachts um 1 Uhr wird die Baumaschinenmiete abgebucht. Gut zu wissen. Auch eine komische Uhrzeit, wo hier Mieten abgebucht werden. Naja, egal. So, zack. Und die letzte hier. Einmal ran. Zack. Na, was wohl? Jawohl. Und rauf damit. Woo! Oh. So wahrscheinlich nicht. Sehr schön.
Ah, oh, Beton gießen. Ja, war ja klar, ne? Beim letzten Dach muss ich, darf ich noch mal Beton gießen. Herzlichen Glückwunsch, ey. Die Frage, wie kommt, oh, kommen wir da dran? Ja, muss ja, ne? Irgendwie müssen wir ja da dran kommen. So, machen wir mal hoch hier. Fahren wir aus den Laden. Und direkt hier Feuer frei. Ja, es geht easy. Es geht schnell. Nice. Rauf mit dem ganzen Gemüse hier. So. Katsching. Jawohl, Bereich räumen. Ah, jetzt kommen da die Container hin. Container groß. Liefern. Halt, Moment. Das machen wir mal so. Na. Ach so, ne, warte mal, das ist ja eh aus, ne? Das können wir uns knicken. So, ah, jetzt brauchen wir einen Moment. Halt, stopp. Jetzt brauchen wir. Moment, haben wir da was? Hat man die gekauft? Ne, die hat man gemietet, ne? Jo. Okay. Einmal Karte. Wo haben wir denn unseren Fahrzeughändler? Hier. So, dann brauchen wir wieder den Kran. Und wir brauchen einmal Zugmaschine. So, da würde ich sagen, mieten wir uns die wieder. Katsching. So, wo ist der Dingens? Den mieten wir uns auch. Eigentlich könnten wir die auch, hätten wir die jetzt auch kaufen können. Ne? Die kosten beide 85.000. Ist jetzt nicht so die Welt, ne? Wir haben 170. Ist die Frage, reiche kleine? Ja, der muss reichen. So, okay, dann wollen wir die mal holen. Und hinein. So, Freunde, hier sind wir schon mal beim Starthandel angekommen. Hier müssen wir hin, hier müssen wir. Ah, guck an, hier. Da ist doch ein Wohncontainer. Das sieht doch nice aus. Okay, soweit, so gut. Wir parken hier mal und müssen natürlich dann unseren Kranwagen auch noch holen. So, da sind wir auch schon. Dann machen wir mal hier das gute Stück hier aufladen. So, warte mal. Ja, so dürfte es passen. Machen wir hier mal zack, Licht anmachen, damit wir auch ein bisschen was sehen, ne? So, und dann einmal rauf und dann wollen wir das Ding mal hier rüber hieven. Ich bin mal gespannt, wie viele wir jetzt von den Containern holen müssen. Ich hoffe jetzt nicht hier 100 Stück. So, zack. Oh, nein, hoch. So, komm mal ran hier auf den Meter. Ah, so ungefähr. Na, komm. Jawohl. Und einmal absetzen. Katsching. So, okay. Den müssen wir jetzt natürlich erstmal rüberbringen. Würde ich sagen, ne? Machen wir mal eben hier eine schnelle Reise hier rüber. So, der Kran ist schon mal am Start. Okay, halt, Moment. Jetzt muss man nur mal gucken. Jetzt steht mir der hier natürlich hier komplett im Weg. Fahren wir den mal auf Seite. Oh! Alles klar. Ja, der Bordstein war was höher. So, warte mal, und dann tun wir die mal hier erstmal wieder einlagern, brauchen wir eh nicht mehr. Betonmischer würde ich jetzt fast behaupten, brauchen wir auch nicht mehr. Genauso wie die Betonpumpe, gehen wir mal beides zurück. So, okay.
Und dann wollen wir hier mal. Geht das so? Ja, ne? Dürfte eigentlich passen. Müssen wir mal gucken, ob wir hier mit den Füßen hier klarkommen. Jawohl, das funktioniert. Und dann brauchen wir den LKW. Jawohl, und da sind wir auch schon. Sehr schön. Okay, dann wollen wir mal hier rüber. Die Frage: Wie stellen wir uns hier am besten? Ah, ich glaube, so stehen wir eigentlich, glaube ich, ganz gut. Das dürfte passen, oder? Ja, das müsste hinhauen. So. Einmal rein hier. Und dann wollen wir mal den Container darauf hieven. Und mal schauen. Na, genau so. Einmal rauf damit. Einmal drehen bitte. Ah, so. Okay, passt. So, und dann einmal darüber. Katsching. Bams. Ah, da sind noch die ganzen Container. Boah, ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich doch nochmal Beton. Dingens. Baum. Was steht da? Baumaterialien auspacken. Oh nö, ne? Sag mir bitte nicht, ich muss da jetzt doch nochmal irgendwie Beton anrühren. Das wäre schlecht. Komme ich denn hier hoch? Warte mal. Ah, hier ist eine Treppe. Kommen wir hier rauf? Wahrscheinlich. Na komm, geh. Na, lang da. So, wie kommen wir jetzt hier rauf? Komm ich denn da rauf? Da nicht. Ist hier irgendwo noch eine Treppe? Ah ja, hier. Ich hab's Treppenhaus gefunden. Das finde ich auch ganz nice, ne? Dass man hier erstmal noch dann ein bisschen rumrennen muss. So. Einmal auspacken bitte. Und Hüftschwung. Woohoo. Yeah, nice. Ah, da hinten muss man auch noch auspacken. Es sind so Balkons dazu. Ey, das sieht ja eigentlich ganz geil aus, ne? Muss man ja mal sagen. Und zack, Hüftschwung. Woohoo. Yeah. Catching. So, was ist jetzt? Container groß. Spezialteile platzieren, was? Ach, da muss ich noch mehr holen, oder was? Warte mal. Kann ich hier runterhüpfen? Nein, kann ich nicht. Warte mal, wo bin ich jetzt hier rausgekommen? Hier ist das Treppenhaus, jawohl. Es ruckelt aber hart, wenn man hier im Haus rumrennt, ne? Oh, sind das die Container hier? Oh, das wäre geil. Das ist geil. Moment. Oh, geil. Wir können ja direkt mit dem Kran hier arbeiten. Perfekt. Jawohl. Sehr schön. Na komm. Dreh dich. Kriegen wir noch hin, ne? Bin ein bisschen weit weg. Na komm. Und ran da. So, Nummer 1. Warte mal, ich sehe nichts. Wo muss denn jetzt hier welches hin? Ah, okay. Da. Jo, zack. Passt. Ah ja, so ein Hotel sieht echt nice aus, oder? Kann man machen. So hat so Unge-Style auf Madeira. Mit seinen Tiny Häusern. So, rein da. Jawohl. Also hat auf jeden Fall was, ne? Kann man auf jeden Fall mal machen, würde ich sagen. So.
Und einmal rauf damit, jawohl, der kommt dahin. Oh, nicht kaputt machen. Oh, ich sehe überhaupt nichts. Oh, danke. Jetzt. So, und den letzten jetzt noch. Bin ich froh, dass wir die nicht holen mussten. So, zack, rauf. Dann schieben wir den noch dazwischen. Jawohl, sehr schön. Betondach ist drauf. Und wir müssen wieder mit Baumaterialien auspacken. Okay, wieder rauf. Moment, wo war das Treppenhaus? Ich würde den Auftrag jetzt gerne noch abschließen, ne? Viel ist es ja nicht mehr. Na, komm her. Wo sind die Baumaterialien? Ah, da oben. Komme ich denn da hoch? Ah, hier. Da geht noch eine höher. Alles klar. Jawohl, sehr schön. Es ist echt nice, ne? Das ist echt eine coole Idee mit so einem Containerhotel. Jawohl, sehr schön. Ja, so. Gut, okay, das hier wäre jetzt nicht für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Gitter, weil Höhenangst. Und zack. Oha, wir müssen noch mehr Container. Ach du Scheiße. Ah, ja, ganz schön viel, du. Ah, ich häng fest. Ich häng fest. Wo bin ich jetzt? Okay. Ah ja, das sieht echt gut aus. Oder? Was meint ihr? Das sieht ja richtig nice aus. Das kann was. Das kann auf jeden Fall was. So, Moment, jetzt müssen wir... Na? Einmal hier wieder rüber. Zu unserem Kran. Wie viele Container stehen da? Alter Schwede. Ah ja, da kommen auch noch welche hin. Ja, dann, ne? Auf geht's. Wollen wir die auch noch eben da hochhieven. Wir sind bei 81%. Also den Auftrag machen wir jetzt hier noch auf jeden Fall fertig. Na, halt, stopp. Jawohl. Einmal rauf. So, zieh mal ran hier. Also ich finde das geil. Finde ich eine richtig geile Idee. Also in so einem Hotel würde ich auf jeden Fall mal übernachten wollen. Hätte ich übelst Bock drauf. Muss ich natürlich sagen, sieht richtig cool aus. Gefällt mir richtig gut. Ich finde auch diese Idee an sich, finde ich ja eigentlich ganz nice, ne? So alte Frachtcontainer in Häuser oder Wohnungen umzubauen. Das ist, glaube ich, auch relativ, also ich sag mal relativ kostengünstig, ne? Du brauchst halt nur Platz. Und vielleicht zwei, drei Container. Also ganz ehrlich, könnte ich mir auch vorstellen. Warum nicht? Gut, der Nachteil ist, ne, du kommst halt mit dem Schweißgerät in deine Bude rein. Also für jeden Einbrecher easy going. Aber ansonsten. So. Och nee, Decke betonieren. Ich dreh am Rad. Wir müssen uns... Ach komm, echt jetzt. Och nö. Och nö. Nö, 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 nö. Oh, wie läppsch. Scheiße, jetzt muss ich mir die Kacke doch nochmal leihen. Verdammt. Egal. So, raus. Fuhrpark. Fahrzeughändler. Oh Mann.
Ist ja echt dumm gelaufen jetzt die Nummer. So, welchen hatten wir denn hier? Den hier, ne? Das kostet ja 135.000, ey. Ja, den miete ich, ey, scheiß drauf. Und der kostet 220.000. So, und dann wollen wir die mal holen. So, Nummer 1 haben wir schon mal am Stissel. Würde ich sagen. Ah, wir können wohl hier durchfahren. Fahren wir erstmal dahin. Ach, das ist ja echt dumm gelaufen, ne? Dass wir jetzt hier doch nochmal betonieren müssen. Aber gut, egal. Oh, Vorsicht, einmal eine Bank. Und einmal einen Zaun. Das war jetzt so nicht geplant, ne? So, okay, passt das hier? Jawohl. Stück rauf und so. Und ne, halt. Dann brauchen wir noch den Betonmischer. So, da sind wir auch mit dem Betonmischer am Start. Na komm. Und einmal rüber. Also halt, warte mal, wir können gleich schon mal Beton kaufen. Den schon mal am Start. So, ganz schlecht geparkt hier. Gar nicht so geil. Aber halt, jawohl. Ah, ne, halt. Ah, so dürfte gehen, ne? Läuft die Suppe da rein jetzt? Sieht gut aus. Wenn die Sonne jetzt nicht so beschissen stehen würde, wäre das ein geiler Screenshot, ne? Aber gut, egal. Ey, sieht so geil aus, ne? Sieht echt cool aus. Muss man ja mal sagen, ja. Na, komm. So, und dann einmal rauf damit. Dann wollen wir mal die Decke da oben betonieren. Hoffentlich kommen wir da oben dran. Ja, sieht aber ganz gut aus. Na komm, ein bisschen ausfahren, jawohl. So, und Feuer frei. Und drauf mit dem Beton. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus. Es geht, funktioniert auch ein bisschen besser hier gerade. Jawohl. Ah, halt, stopp, ich hänge irgendwo fest. Ich sehe nichts. Oh, da noch ein bisschen hin. Da noch ein bisschen hin und da noch ein bisschen hin, jawohl. Kommen hier 6% noch. Wo hänge ich denn? Ach, da unten an der Wand. Und da noch was hin. So, und der Rest hier rüber. Jawohl, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Und dann wollen wir hier auch noch eben schnell. Irgendwie so, dass ich auch was sehe. Danke. Na. Hoch und ein Stück zurück. Und wieder ein Stück hoch, jawohl. Ja, läuft gerade. Nennen wir es mal okay mit dem Betonieren hier. Oh, da noch was hin. Ah, läuft, 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 läuft.
So, jetzt gib mir hier bitte die. Also, okay. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los? Ja, komm. Zack, rein da. Und wieder anschmeißen, das Ding. Und wieder Feuer frei. Ah, Kammer. So, reicht das? Komm. Das muss reichen, komm on. Ah, nicht ganz. 3% noch, komm. Gib mir die 3%. Juhu! Sehr schön. Baumaterialien auspacken. Ich muss schon wieder auspacken. Alter. Ich bin hier nur Baumaterialien am Auspacken. Was ist denn hier los? Wo ist das Treppenhaus? Oh, aber die Treppe auch treffen, bitte. Warte mal, ich muss mal hier eben in die Ansicht. So, jetzt müssen wir ganz da oben. Und weh, ich muss ja jetzt noch mehr betonieren. Dann drehe ich aber am Rad, ey. So, was haben wir hier? So, zack, Hüftschwung. Jawohl. Juhu, wir haben Meilenstein-Level erreicht. Und nochmal Hüftschwung. Jawohl, sehr schön. Und den markierten Bereich räumen. So, warte mal. Das ist einmal der hier. Einmal rein. Jawohl. Zack. Ach, wir stehen hier voll mittendrin. Sind nur dabei. Okay. So. Och, und noch mehr Container, alter Schwede, das ist doch nicht den Ernst, oder? Wie lange dauert denn das hier noch? Die reizen es aber richtig aus, oder? Ach du Scheiße. 5 Millionen Container noch. Also ich wollte eigentlich, ich hätte eigentlich gedacht, die Folge wäre jetzt hier schon am Start. Das ist ja voll die Über-Mega-Monster-Überlängen-Folge hier. Das war so nicht geplant. Aber ich will den Auftrag jetzt hier fertig haben. Das ist das Ding. Ich habe keinen Bock jetzt hier für die drei Container hier noch da voll den mega Aufriss zu machen mit einer neuen Folge. Das ist es. Also ich hoffe, dass ich jetzt danach dann endlich fertig bin. Ich meine, wir sind bei 90%, ne? Junge, Junge, Junge. Und bitte nicht dann noch mehr betonieren, weil so langsam wird es wieder eng, dass ich da oben dran komme. So, zack. Stehen hier nochmal 700 Container, ey. Ich glaube, es hakt. Also, Freunde, ne? Für die Überlänge hier kann ich jetzt nichts. So, wo muss der hin? Da. So, zack. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich jetzt null mit gerechnet, dass dann noch mehr Container kamen. Ich habe gedacht, wir wären da jetzt echt übelst fertig. So, sitzt. Aber gut, egal. So, und danach sollten doch die letzten 8% nur noch mit dem Hafenmeister reden sein, oder? Komm. Die Frage gehört der, warte mal, wo soll der hin? Ach, der kommt noch ganz außen.
Also höher geht's auf jeden Fall nicht mehr, weil wir sind ja da schon am Ende mit dem Aufzug, ne? Also noch höher geht ja nicht. Aber ich finde es trotzdem geil, ne? Also die Idee von diesem Hotel, mega. Was haltet ihr davon? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Würdet ihr da übernachten wollen? Vor allen Dingen hast du hier so einen Ausblick dann aufs Meer. Voll nice. Andere Frage, gibt es sowas überhaupt schon? So ein Container-Hotel? Wahrscheinlich, ne? Ich meine, irgendwo muss ja die Idee herkommen, ne? So, jetzt der letzte hier, komm. Und ein runter. Zack, und wieder rauf damit, jawohl. So, hier von den da noch rein. Also, ich bin heilfroh, dass wir die nicht alle holen mussten. So, was? Container groß. Was? Wo? Spezialteile, die. Ja, so viel zu dem Thema, ne? Ey, ich krieg eine Krise. Okay, wir machen jetzt dann doch hier ein Folgenende. Weil jetzt dauert es dann doch viel, viel zu lange, die Folge. Das macht gar keinen Sinn. Ich muss jetzt nochmal einen Container holen. Und ja, nee. Oh, falsche Taste. Das ist ja komplett für den Eimer jetzt. Ich werde mir jetzt hier mal einen schönen LKW aussuchen, den kaufen. Müssen wir ja so oder so haben, offensichtlich. Ich kaufe mir jetzt erstmal hier den Anhänger und dann suchen wir uns so eine schöne Zugmaschine dafür raus und dann machen wir das dann doch in der nächsten Folge erst hier den Auftrag fertig, so wie es aussieht. Wobei andererseits, ne, ist auch scheiße, ey. So, Freunde, da sind wir auch schon am Start. Ich habe den Hotelanhänger jetzt hier mal geholt. Ich muss jetzt nur mal gucken, wie ich jetzt am besten hier rumfahre. Ich habe das ja jetzt doch noch mal eben schnell gemacht und habe mir gedacht, komm, ziehen wir das durch. Weil es macht halt auch übelst gar keinen Sinn hier, ja, die Aufgabe nicht fertigzustellen, ne? So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Action. So, dreh mal hier den Kran. So, jetzt die Frage, wie lange dauert das Ganze noch, ne? Weil, sind wir ehrlich, wir haben nur noch 7% von dem Auftrag. Also, hier wird gerade echt hardcore übertrieben, meiner Meinung nach. Die nächste Frage, warum muss ich den erstmal hier abstellen? So, zack, Hammer. Und jetzt muss der Hochkant irgendwo hin. Okay, dann schauen wir mal. Na komm. So, okay. Einmal rauf damit. Was sehen würde, wäre nicht schlecht. Ah ja, okay, der kommt dahin. Katsching. So, Baustelle räumen. Freunde. Wir können den Kran hier. Hallo? Okay, ich kann den Kranplatz nicht räumen, warum auch immer. Das heißt, wir geben erstmal den hier zurück. Zack. Den lagern wir mal ein. So, warte mal, dann können wir den hier auch zurückgeben. Habe ich jetzt den einen. Moment, habe ich den einen eingelagert jetzt?
Ich hoffe nicht. Zurückgegeben, so, Moment. Wir schauen mal ganz kurz hier in die Firma rein. Fuhrpark. Nein, sieht nicht danach aus. Okay, alles klar, habe ich doch zurückgegeben. Perfekt. So, den hier noch auf Seite fahren. Jawohl, und jetzt können wir mit dem Hafenmeister sprechen. Wo ist der Tuppes? Da haben wir den Auftrag doch noch eben schnell fertiggestellt. Also, man hätte ja auch keinen Sinn gemacht, da wieder eine neue Folge für zu machen. Hey Boy, talk to me. Weißt du, als junger Mann hatte ich es nicht immer leicht. Abgebrannt und ohne Perspektive bin ich damals am alten Hafen gestrandet und habe dort nachts zwischen den Containern gepennt. Ein alter Kapitän hat mich aufgelesen und mir meinen ersten Job als Schiffsjunge gegeben. Ja, so kam ich damals zur Seefahrt. Das waren noch raue Zeiten. Heute ist vieles einfacher und die jungen Leute können in den Containern schlafen statt davor. Ich wusste doch, dass man aus diesen alten Kisten noch etwas Praktisches machen kann. Und ich bin mir sicher, in der Saison ist die Bude voll. Die Vorzüge liegen ja auf der Hand, nicht wahr? Eine Top-Lage und trotzdem preiswert. Was will man mehr? Was will man mehr, Freunde? Jawohl. Also Freunde, das sieht geil aus, oder? Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Also ich finde es richtig nice, gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, kann man auf jeden Fall mitarbeiten, oder? Sehr geil, sehr, sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier aber auch dann direkt ein Folgenende. Weil, ja, Überlängenfolge Deluxe. Ich ziehe mir das jetzt hier bildlich nochmal eben schnell rein. Das muss auf jeden Fall. Halt mal drüber her. Das muss auf jeden Fall sein. Oh yeah, nice, sehr schön. Ja, so kann man arbeiten, ne? Das sieht doch geil aus. Oder was meint ihr? Das ist mal ein richtig nices Hotel. Das sieht cool aus. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir hier, wie gesagt, ein Folgenende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Auch wenn es jetzt extremst lange ging. Aber es hat sich am Ende des Tages dann doch gelohnt, würde ich sagen. Und ja, als kleine Entschädigung auch dafür, dass ich am Donnerstag hier keine Folge rausgehauen hatte. Von daher passt das auch wieder, würde ich sagen. Ich denke mal, damit kann man arbeiten. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne kommentieren, bewerten, kostenlos abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Bis dahin und ciao, ciao.